Der Bauernhof Huber in Meßstetten. Direkt nebenan in einer leerstehenden Kaserne leben derzeit 3000 Flüchtlinge. Und Gerold Huber wundert sich über die Geschichten, die man sich hier erzählt. Neulich hieß es, Flüchtlinge hätten jemanden enthauptet. Den abgeschlagenen Kopf habe man hier auf seinem Gelände gefunden. Herr Huber, wo ist jetzt der abgeschlagene Kopf gewesen? Es gibt keinen abgeschlagenen Kopf, es ist nur ein Gerücht. Alle großen Dinge, die hier rumgehen, sind nur Gerüchte. Lokalreporter Michael Würz geht seit einem Jahr jedem dieser Gerüchte nach. Spricht mit Anwohnern wie Huber, mit der Polizei und mit Flüchtlingen. Wir hören jeden Tag nahezu neue Gerüchte. Ein Dauerbrenner, das ist der Lidl-Supermarkt in Meßstetten, der habe seit Monaten geschlossen, weil die Flüchtlinge ihn leer geplündert haben. Das ist völlig absurd, der Supermarkt hat offen. Viele Gerüchte in Meßstetten, und seien sie noch so absurd, verfangen und verunsichern. Aus der Zeitung hört man nur Gutes und das glaube ich einfach nicht alles. Das heißt, die Wahrheit sieht anders aus? Denke ich schon, ja, ein bisschen. Die meisten haben dann Angst, einzukaufen oder durch die Straßen bei nachts zu gehen. Ja, Vergewaltigung, oder? Gell? Oder? Also ich denke mal, ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus. Was ist seitdem passiert? Das erzählt uns der Reporter Michael Würz jetzt, zugeschaltet aus Tübingen. Guten Abend, Herr Würz. Guten Abend nach Hamburg. Herr Würz, die Vorurteile von damals, begegnen die Ihnen eigentlich immer noch? Die Vorurteile und Gerüchte, die damals kursiert sind, begegnen uns heute so gut wie nicht mehr. Wir haben das damals, können wir etwas selbstlobend uns auf die Schulter klopfen, ganz gut in den Griff bekommen. Jedenfalls, was diese Vorurteile anbelangt haben, die uns gegenüber der Lokalpresse geäußert wurden, die gibt es heute so gut wie nicht mehr bei uns. Anfangs haben viele Menschen diesen Gerüchten aber geglaubt, mehr als ihren Recherchen. Wie konnten Sie dieses Vertrauen zurückgewinnen? Wir haben uns damals sehr intensiv auseinandergesetzt mit unseren Lesern, haben unsere Arbeit erklärt, haben teilweise nächtelang mit den Lesern gechattet, telefoniert und uns einfach sehr transparent gemacht. Und das hat dazu geführt, dass wir ja im besten Sinne eine Community gebildet haben mit ganz vielen unseren Lesern, die uns auch sehr kritisch gegenüberstanden. Das sind Leser, die uns heute durchaus wohlgesonnen gegenüberstehen, die uns auch verteidigen und gegebenenfalls dann auch für uns sogar Partei ergreifen und anderen Lesern unsere Arbeit erklären. Jetzt haben wir ja ein neues großes gesellschaftliches Thema, 5 Jahre später die Corona-Krise. Wiederholen sich Muster von damals, schwirren auch da Gerüchte rum? Es wiederholen sich durchaus Muster von damals. Wir haben es auch stellenweise mit den gleichen Protagonisten zu tun, die diese Gerüchte streuen. Allerdings ist es für uns durchaus schwieriger, damit umzugehen, weil wir damals eine sehr klare Zielgruppe hatten, die da Gerüchte in die Welt gesetzt haben und mobilisiert haben. Wir haben es inzwischen mit einer sehr breit gemischten oder einem breit gemischten politischen Spektrum zu tun, wo wir uns ja jeden Tag schwer damit tun und auch sehr damit ringen, wie wir damit umgehen. Da ist einfach nicht mehr nur diese Kritik oder diese Angriffe von ganz rechts außen sind, wo ja die Gerüchte meist herkamen damals. Also das heißt, wie versuchen Sie trotzdem das Vertrauen zurückzugewinnen? Also nach wie vor auf Augenhöhe mit Ihren Leserinnen und Lesern sprechen. Also wie gehen Sie da jetzt vor? Wir halten das nach wie vor für elementar. Wir sind da sehr wenig scheu und reden tatsächlich mit allen, versuchen da immer noch unsere Arbeit zu erklären, halten das aber tatsächlich im Moment eher für schwieriger sogar, als es damals war. Also wir haben einerseits, das ist sehr ambivalent, wir haben einerseits die Unterstützung vieler Leser, die wir damals so ein bisschen für uns gewinnen konnten mit unserer Arbeit. Auf der anderen Seite ist das, was uns gerade entgegenschlägt, ja, so ein bisschen, als ob wir in der Zeitschleife säßen und wieder vor ein paar Jahren rausgekommen wären im Moment. Also anderes Thema und die Herausforderungen bleiben. Vielen Dank, Herr Würz, für das Gespräch und lieben Gruß nach Baden-Württemberg.